Hi liebe iPhone-Tricks-Fans, euer iPhone macht nicht mehr das, was es soll. Probleme, die eine neue Installation von iOS erfordern, sind selten, kommen aber vor. Insbesondere, wenn ihr einen Jailbreak installiert habt. Dies liegt daran, dass die nicht von Apple zertifizierten Cydia-Apps oft tief ins System eingreifen und dort Schaden anrichten können. Oder ihr wollt einfach euer iPhone verkaufen oder ein neues kaufen und sicher sein, dass alle vorherigen Daten gelöscht sind. Wichtig dabei, schlagt ihr diesen Weg ein, löscht ihr alle Daten vom iPhone. Es ist also empfehlenswert, vorher ein Backup zu machen. Wie ihr am besten ein Backup vom iPhone erstellt, findet ihr in einem Artikel in der Videobeschreibung. Um eure Daten also am iPhone direkt zu löschen, geht ihr unter die Einstellungen. Dann unter dem Punkt Allgemein. Scrollt etwas runter. Bis zum Punkt Zurücksetzen. Klickt dort einmal drauf, könnt ihr hier nun Inhalte und Einstellungen löschen. Klickt einmal drauf, nun könnt ihr hiermit alle Daten und Medien löschen und alle Einstellungen zurücksetzen. Klickt einfach auf iPhone löschen und schon wird es ausgeführt. Wie zuvor erwähnt, macht am besten vorher ein Backup, damit ihr nicht alle Daten verliert, wie zum Beispiel Fotos. Eine weitere Möglichkeit habt ihr, indem ihr euer iPhone mit iTunes wiederherstellt. Während der vorher beschriebene Weg nur eure Daten und Apps löscht, wird auf dieser Weise gleich auch iOS komplett neu mit installiert. Dieser Weg eignet sich insbesondere, wenn eure Apps ständig abstürzen oder einfrieren. Dafür müsst ihr euer iPhone einfach mit dem Mac verbinden, iTunes starten, unter die Option iPhone gehen und einfach iPhone wiederherstellen klicken. Bilder dazu findet ihr in unserem Artikel unten in der Videobeschreibung. Wir hoffen, die Tipps konnten euch helfen. Falls ihr weitere sucht, besucht doch unsere Website www.iphone-tricks.de oder downloadet euch direkt unsere App. Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!